Jetzt ist es fix, die neue Einreiseverordnung ist jetzt kundgemacht und gilt eben ab 19. Dezember. Die Bundesregierung hat demnach verordnet, dass alle Leute, die von 19. Dezember bis 10. Jänner in Österreich einreisen, also 10 Tage nicht in Österreich waren, in Quarantäne müssen. Also betrifft auch die österreichischen Nachbarländer, Deutschland, Italien, Schweiz, Slowenien. Ausgenommen sind Länder, die eine 7-Tages-Inzidenz von weniger als 100 haben. Alle anderen Länder, also auch die gesagten oder genannten, die müssen, wenn sie nach Österreich einreisen, 10 Tage in Quarantäne, müssen auch ausweisen bzw. nachweisen an der Grenze, wo sie eben gedenken, diese Quarantäne zu verbringen. Nach 5 Tagen, das ist medizinisch bedingt, beziehungsweise haben Fachleute so festgelegt, ist es möglich, einen Corona-Test zu machen, um sich eben sozusagen frei zu testen bei einem negativen Ergebnis. Neu ist, dass nicht nur ein PCR-Test gilt, sondern auch ein Antigen-Test. Also Antigen-Test oder PCR-Test sind möglich, um sich eben hier frei zu testen. Genauere Informationen gibt es auf der Homepage des Gesundheitsministeriums bzw. zu Reisen ins Ausland, wo ja ähnliche Regelungen gelten. Wenden Sie sich bitte ans Außenministerium bzw. auf die Homepage der zuständigen Stelle.